Herzlich willkommen zu Ihren Wunschanalysen und wir starten mit der Fresnillo. Die Frage war hier, wann oder an welchem Punkt sollte man Kursziel setzen bzw. wann sollte man aussteigen? Und wie wir hier sehen, hat sich die Aktie mal eine ganze Zeit seitwärts bewegt. Dann kam der Ausbruch nach oben, das Ganze verlief recht dynamisch und damit hat die Aktie noch weiteres Potenzial. Was ich nicht mehr sehen möchte, wären Rücksetzer unter diese Unterstützung. Ziele wären so dieses November 2021er Hoch, knapp unter der 1000, was London Stock Exchange und ich sag mal so in Richtung 1100 kann es auch noch hochgehen. Und in der Microsoft, wann einsteigen, hier die Frage. Grundsätzlich, da muss man immer gucken, wie lang möchte ich die Aktie halten. Wenn ich langfristig ausgerichtet bin, also über mehrere Jahre, dann ist jetzt wahrscheinlich einfach zu jeder Zeit ein guter Zeitpunkt, weil wir uns in einer Abwärtsbewegung befinden. Auch kurzfristig ist die Microsoft ganz spannend. Wir hatten zuletzt hier im Bereich $250 Verkaufsdruck. So, und ich sehe aber eine gute Chance, weil wir eigentlich hier so einen Fehlausbruch nach unten gesehen haben, dass wir wieder anziehen in Richtung, also mal mindestens 280, 290 US-Dollar. Die Hapag-Lloyd, die finde ich mal richtig spannend. Wir bilden eine Seitwärtsbewegung. Und wenn wir nach oben ausbrechen, ich sag mal einen Tagesschlusskurs über 200, dann kann es gut sein, dass sich die Käufer wieder ein Herz fassen, sagen, okay, ja, der Kurs hat hier einen fairen Wert gefunden, eine faire Preisspanne. Und wenn wir nach oben ausbrechen, dann machen wir uns wieder auf die Suche nach einem neuen fairen Wert. Und da haben wir die nächste Hürde eigentlich so hier im Bereich 250. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also das wäre so ein erstes Ziel. Vielleicht sehen wir auch nochmal weitere Kurssteigerungen. Das Problem, was ich gerade bei Hapag-Lloyd sehe, ist die Tatsache, dass die Frachtraten wieder deutlich zurückgegangen sind. Also fast schon eingebrochen sind. Oder sich zumindest, ich glaube, im Bereich vom Vor-Corona-Crash aufhalten. Also sagen wir es mal so, sie haben sich normalisiert. Deswegen, man darf nicht damit rechnen, dass hier wieder so eine Übertreibungsphase nach oben kommt. Aber ein Swing nach oben. Ich bin ja Swing-Trader. Ein Swing nach oben, der ist auf jeden Fall drin. Jetzt habe ich Ihnen erstmal wieder die Wünsche von den Kommentaren abgelesen und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.